Kapitel 1. Wie alles begann. Anfang 2019 war ich das erste Mal für längere Zeit reisen und für 2,5 Monate in Thailand und Myanmar unterwegs. Das Reisen mit all seinen Facetten und vor allem das Dokumentieren mit meiner Kamera hat mir so viel Spaß gemacht, dass mir klar war, das möchte ich definitiv öfter und vor allem noch länger tun. Meine nächste große Reise folgte dann 2 Jahre später. Für 3,5 Monate lebten meine Freundin und ich in Georgien und bereisten das komplette Land. Und wieder einmal gefiel mir das Gesamtpaket aus neuen Erfahrungen, Kulturen, unglaublich schönen Landschaften und filmischer Dokumentation so gut, dass ich nach den 3,5 Monaten am liebsten gleich weitergereist wäre. Nun ja, dann ist da noch mein Studium, welches ich Ende 2019 begonnen habe. Ich studiere zwar Medien, Kunst und Gestaltung, was mit einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, dem Filmen, zu tun hat, was schon mal sehr gut ist. Trotzdem hat es mich von Anfang an nie so richtig überzeugen können. Ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass ich im Normalfall durch das Studium an einen Ort gebunden bin. Und all das führte mich zu einer Entscheidung, die mir wirklich nicht leicht gefallen ist, mich aber gleichzeitig sehr glücklich gemacht hat. Ich habe tatsächlich mein Studium für unbestimmte Zeit pausiert, würde ich mal so nennen, und auch meine Wohnung gekündigt, wie man vielleicht schon sehen kann. Und das habe ich alles getan, um reisen zu gehen. Kapitel 2, der Auszug. Das ist irgendwie echt komisch, weil ich weiß, dass ja jetzt schon eine gewisse Zeit, dass ich so eine lange Reise machen werde und mein Studium unterbreche. Aber die ganze Zeit hat sich noch nicht so real angefühlt und jetzt so mit all dem Krams da hinten rumstehen, jetzt fühlt sich's langsam ziemlich real an. Also, es geht los. Es geht langsam los, auch wenn ich erst in einem Monat starten werde, in 1,5 Monaten. Morgen noch weg. Kapitel 3. Die Suche nach dem perfekten Reiseziel. Es ist jetzt gerade Anfang Dezember. Meine Reise soll Anfang Januar 2022 starten. Und ich weiß wirklich nicht, wo es hingehen soll für mich. Es standen jetzt schon mehrere Ziele irgendwie auf der Liste. Zum einen war da Marokko, Südamerika, Osteuropa. Und ich kann überall hin, ich habe viel Zeit. Natürlich vielleicht jetzt nicht in ein Land, wo die Lebenshaltungskosten extrem hoch sind, aber sonst stehen mir die Türen eigentlich fast überall offen. Und das macht das Ganze so schwer. Deswegen, ich habe jetzt nochmal viel recherchiert und dementsprechend bin ich jetzt auf Griechenland gekommen. Ich glaube, dass da viele Schätze verborgen sind in dem Land, die man vielleicht bei so einem normalen Urlaub gar nicht sieht. Nach etlichen weiteren Stunden an Recherche, die mich wirklich viele, viele Nerven gekostet hat, entscheide ich mich doch nicht für Griechenland. Irgendwie ist mir Griechenland zu nah dran und wirklich warm ist es dort im Winter auch nicht. Also geht die Suche weiter. Meine Hauptkriterien für das Land sind erstens warme Temperaturen im Winter, zweitens deutlich günstigere Lebenshaltungskosten als in Deutschland, drittens ein relativ sicheres Land bezüglich Überfällen wegen meinem Kameraequipment, viertens eine spannende Kultur, fünftens schöne Landschaften und viele Wandermöglichkeiten und sechstens, es sollte nicht zu touristisch sein. Ja, ich weiß, das sind nicht gerade wenig Ansprüche und hinzu kommt auch noch die Pandemie, die mir durch einige Einreisebeschränkungen und Sperren einen Strich durch die Rechnung macht.
Trotzdem gebe ich natürlich nicht auf und suche so lange weiter, bis ich ein passendes Land für mich gefunden habe. Und nach vielen weiteren Stunden habe ich das für mich vermutlich perfekte Land gefunden. Dass es genau dieses Land werden wird, habe ich selbst nie gedacht, hätte ich mir nie vorstellen können. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich dort die Abenteuer finden werde, die ich suche. Alright, also ich habe mir jetzt gerade vor 10 Minuten das Ticket gekauft. Und wie ihr schon gesehen habt, der Flug ist gebucht. Meine Wohnung ist gekündigt, ich bin ausgezogen, es wird langsam ernst und ja, seid gespannt, was noch kommt. Am Ende des Videos seht ihr dann natürlich, in welchem Land ich gelandet bin und glaubt mir, es wird richtig spannend. Kapitel 4. Packen und Abschied nehmen. Das ist jetzt alles, fast alles, was in diesen Rucksack hier rein muss. Es ist noch nicht sortiert, das mache ich jetzt gleich und dann packe ich das alles. Dann habe ich noch meinen Kamerarucksack, der ist auch noch nicht voll, teilweise schon. Da muss aber noch mehr rein und das werde ich jetzt machen. Was sagen? Okay. Morgen geht meine Reise los. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und es wird halt auch eine Reise alleine, weil Selma, also meine Freundin, leider nicht mitkommt, weil sie noch mit der Uni was zu tun hat und da gerne auch weitermachen will, was ja auch vollkommen verständlich ist. Das ist ja jetzt auch mitten im Semester und naja, deswegen, es wird abenteuerlich, es wird spannend. Der Abschied fällt mir wirklich nicht leicht, aber ich habe es mir ja selbst so ausgesucht. So, ich bin jetzt angekommen mit dem Zug am Flughafen, muss jetzt noch in den Flughafen und mich dann erstmal orientieren. Aber ich habe Zeit, das ist das Gute. Langsam kommt auch so ein bisschen die Aufregung, um ehrlich zu sein. So, ich muss jetzt gerade für 270 Euro einen PCR-Test machen. So ein schnell für 30 Minuten, weil meiner nicht mehr gültig war. Ich dachte, die sind 72 Stunden gültig, aber die sind nur 48 Stunden gültig. Und ich glaube, ich halte das ganze Flugzeug gerade auf. Entschuldigung. So, ich bin jetzt extrem viel gerannt und habe das jetzt noch geschafft zum Schalter. Muss jetzt allerdings noch auf das PCR-Testergebnis warten, das wahrscheinlich in einer Viertelstunde kommt, damit ich dann ins Flugzeug darf. Aber das scheint alles noch zu klappen. Ich bin übelst geschwitzt und bin gerade einmal komplett durch den Frankfurter Flughafen gerannt. Ich musste noch einen PCR-Test nachreichen. Ja, genau. Dankeschön, vielen Dank nochmal. Kapitel 5. Eine neue Ära beginnt. Nach einem erschöpfenden 9-Stunden-Flug komme ich endlich in meinem Hostel an. Das ist eine komplett andere Welt. Also komplett. Ich filme hier gerade mal raus. Das wird man jetzt wahrscheinlich noch nicht so gut erkennen, aber es war echt. Wir sind hier lang gefahren im Taxi, es waren Katzen auf der Straße, die haben miaut, übelst laut. Ich hab so eine richtig dicke Ratte gesehen, die Fassaden sind am Bröckeln, also richtig, richtig hardcore. Und jetzt gehen die Gesänge hier schon von den Muezzin los, soweit ich das höre. Und ich brauche jetzt erstmal Schlaf und dann ja, werde ich im nächsten Video mehr berichten, wie es hier ist und so, wie es weitergeht. Und ich sage jetzt erstmal gute Nacht. Ja, dann hiermit ganz offiziell willkommen in Pakistan. Hier werde ich für die nächsten Wochen und Monate, wie auch immer, sein und das Land bereisen.
Wie lange ich hier sein werde, weiß ich nicht, denn ich habe nur einen Hinflugticket gebucht und ich möchte dann nach Pakistan gerne auch noch andere Länder bereisen. Welche, das schaue ich dann mal. Ich habe da schon welche im Kopf, aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Jedenfalls wird es jetzt wieder Videos von mir geben und zwar regelmäßig. Ich kann nicht versprechen, dass ich jeden Samstag um 11 Uhr hochladen kann. Ich weiß nicht, wie das dann mit dem Internet manchmal ist oder manche Videos, die brauchen einfach länger und ich will einfach gerne eine gute Qualität haben bei den Videos und dann braucht es halt manchmal einen Tag länger, aber ich gebe mir so viel Mühe, wie es nur geht. Eine Sache wollte ich kurz nochmal dranhängen und zwar ist es ja so, dass ich aus meiner Sicht, aus meinen Augen berichten werde und dementsprechend kann das natürlich nicht objektiv sein und das finde ich auch okay so. Ich möchte nur dazu sagen, dass ich niemanden irgendwie angreifen will oder irgendeine Kultur verletzen will. Ich nehme das einfach so wahr, wie ich es sehe und wie ich es fühle und das gebe ich wieder und möchte da irgendwie niemanden auf den Schlips treten oder so. Andere Leute sind vielleicht irgendwie in einer anderen Stadt angekommen und da sieht es ganz anders aus. Das wollte ich nochmal dazu sagen, dass das geklärt ist. Was ich hier jetzt alles so erlebe in meinen ersten Tagen, meiner ersten Woche, das seht ihr dann im nächsten Video. Seid gespannt und danke fürs Zuschauen. Bis dahin.